Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich komme gerade vom Einkaufen. Wir haben schon 7:45 Uhr, aber ich dachte, da es draußen noch etwas hell ist und ich hoffe, noch ein bisschen hell bleibt, drehe ich jetzt auch mal wieder ein neues Video für euch. Und ja, es ist immer noch mein Handy. Damit müsst ihr jetzt leider Vorlieb nehmen und auch mit der Frontkamera, damit ich mich so ein bisschen beobachten kann, ob ich auch wirklich im Fokus bin. Ich denke, aber es stört euch nicht so extrem. Und ja, mein Auge rutscht auch wieder bei dem Video etwas zur Seite. Aber das kennt ihr mittlerweile, von daher. Heute möchte ich euch meine Handtasche zeigen. Die ich eigentlich immer dabei habe. Das ist der Multibag von Reisentel. Und wie gesagt, ich war gerade einkaufen. Und somit habe ich sie nicht aufgeräumt. Ihr seht also das wahre Leben meiner Tasche quasi. Genau, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Und wir fangen direkt an. So, wie ich ja gerade schon mal erwähnt habe, das ist die Multibag von Reisentel. Wo auch immer das, auf der anderen Seite. Da ist das Logo. Das ist so ein Flower Design. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Gibt es auch nicht mehr. Habe ich letztes Jahr gekauft. Dazu habe ich den passenden Einkaufskorb und die passende kleine Handtasche. Aber die ist meistens die, die ich auch wirklich mit zur Arbeit nehme. Wie ihr sehen könnt, hat die auch schon den ein oder anderen Eisfleck. Weil ja, ich nehme die halt immer mit und habe die halt immer auf dem Schoß. Deswegen zeige ich euch jetzt, was ich da drin habe. Man hat vorne ein paar kleine Fächer. Da habe ich einen IKEA-Bleistift. Dann ist da nichts mehr, glaube ich. Nein. Auf der anderen Seite habe ich ein Kuli, ein Füller und noch so ein Kuli oder Füller ähnliches Ding. Dann auf der anderen Seite. So rum. Balea Handdesinfektionsgel Reisefieber hatte ich da gekauft. Das war mal so eine Limited Edition mit einer Handcreme. Dann noch so Oropax. Habe ich immer dabei, wenn ich mal irgendwo anders übernachte oder sowas. Dann habe ich welche dabei. Und Müll. Den kann ich direkt draußen lassen. Und ja, es befindet sich auch Müll in meiner Tasche. Mit Sicherheit. Das nur mal vorgewarnt quasi. Und noch mehr Müll. So, das waren die Außentaschen. Und dann fangen wir mal innen mit der Tasche an. Die hat innen auch noch mal so ein paar Fächer. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich denke es aber eher nicht. Ich zeige euch einfach, was ich da drin habe. Unter anderem Besteck, was ich immer zum Essen mitnehme für die Arbeit, für das Mittagessen, weil ich mit diesem Einweg-Besteckteil nicht so gut essen kann. Die brechen bei mir immer ab. Und deswegen habe ich mir eigenes Besteck immer dabei. Dann noch ein sauberes Messer. Die Gabel im Übrigen, deswegen ist die da drin. Die ist dreckig. Kann ich auch direkt draußen lassen. Das Messer ist noch ein frisches Messer. Das packe ich wieder rein. Und ganz normale Kopfschmerztabletten habe ich hier. Das sind Paracetamol. Dann habe ich hier Windelbeutel von DM, weil ich auch immer unterwegs mal einen Müllbeutel brauche und deswegen habe ich den da drin. Dann an der Seite
habe ich einmal, die sind da normalerweise nicht drin. Aber damit ich sie fürs Wochenende nicht vergesse, meine Kurbelverkürzer fürs Fahrrad. Die habe ich, wie gesagt, normalerweise da nicht drin, aber die habe ich direkt schon eingesteckt, damit ich sie nicht vergesse. Dann habe ich auf der anderen Seite, ja, ihr werdet euch jetzt wundern, ich hole das alles mal raus. Zum einen eine kleine Packung Haribo, wo ich denke, dass man sie nicht mehr essen kann. Dann Brillenputztücher. Ketchup. Mayonnaise, weil man die ja auch unterwegs meistens dazu kaufen muss. Dann habe ich so ein schickes Teil hier. Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, was das ist. Ja, das ist ein Haken für die Busrampe, damit wir die selber quasi rausholen können und der Busfahrer nicht zwangsweise aufstehen muss. Dann habe ich hier noch so ein Notfallwärmekissen und eine antibakterielle Maske. Ja, auch die habe ich dabei. Eigentlich bräuchte ich sie für die Arbeit nicht, aber man weiß ja nie, wenn ich, wie gesagt, bei meiner Freundin bin oder so und ich mal Lust auf eine Maske habe. Habe ich gleich eine dabei. Achso, und das war auch noch eine Packung mit Oropax. Dann noch ein Stift. Ein USB-Stick. Ganz wichtig für die Arbeit. Und wie ihr sehen könnt, Frauenkram habe ich auch in meiner Handtasche. Dann haben wir dahinter noch ein Fach. Da sind Briefe drin, die wichtig sind, und noch ein paar Passbilder. Gut, dann war es das schon mal mit den Fächern. Dann zeige ich euch jetzt quasi den anderen Inhalt, der in keinem Fach sich befindet. Da habe ich unter anderem Feuchttücher mit so einer coolen Verschlussbox quasi, habe ich heute neu gekauft. Dann, wie gesagt, war ich einkaufen, habe ich unser Frühstück für morgen gekauft. Einfach für die Arbeit ein paar Brötchen. Dann noch mein Kassenzettel. Dann eine Haarbürste. Taschentücher. Noch mehr Schmerztabletten. So schauen die aus. Ja, es hat geklingelt. Wie ihr das unschwer mitgehört habt, denke ich mal. Aber wir machen jetzt einfach weiter. Wir waren bei den Schmerztabletten stehen geblieben. Das waren diese hier. Sind Paracetamol aus Holland. Habe ich immer dabei. Das waren übrigens auch dieselben, die ich in der Innentasche der Tasche habe. Dann eine kleine Box mit Sternchen drauf. Da sind meine Slip-Einlagen drin. Dann habe ich eine Handcreme, und zwar die Balea Urea Handcreme. Die riecht so gut. Die riecht so toll. Probiert die mal. Ich finde die super. Für 95 Cent. Ein kleiner Geheimtipp von mir. Noch mehr Taschentücher. Dann habe ich einmal Handschuhe, weil ich die ab und zu hat die mein Freund gebraucht, und hatte ich die noch in der Tasche drin. Ich finde die ganz ehrlich noch nicht mal so schlecht, wenn man die da drin hat. Dann habe ich noch mehr Frauenkram. Da
Schatten. Mein Geldbeutel, der ist übrigens von Primark, den gibt es aber nicht mehr. Ich liebe den total, ich mag den total gern und die Qualität ist auch echt super. Dann noch mehr Briefe, die wichtig sind. Von der Post eine Quittung. Die kann ich übrigens auch gleich draußen lassen. Dann habe ich Parmesankäse. Ich liebe Parmesankäse und deswegen habe ich auch immer einen dabei. Ich weiß, es klingt vielleicht doof, aber es ist so. Dann ein Deo von Balea, das 5-in-1 Antitransparent Deo. Riecht auch super und gerade im Sommer, wer will da schon stinken bei der Arbeit? Dann habe ich einmal meine Sonnenbrille von Apollo. Die kennt ihr bestimmt auch schon. Ich kann die mal aufsetzen für euch. Die schaut so aus. Ich finde die ganz okay, mit Sehstärke halt. Und ja, im Sommer habe ich die eigentlich immer dabei. Dann kommen wir zum krassen Gegenteil. Und zwar habe ich, da gehen schon die ersten Sachen wieder verloren, eine Wintermütze dabei. Ja, ich habe eine Wintermütze dabei, weil es die letzten Tage kalt war und ich eigentlich immer eine vergessen habe. Deswegen habe ich eine in meine Tasche gepackt. Jetzt brauche ich sie nicht mehr, aber ja, kann ich auch gleich wieder raus tun. Dann habe ich Batterien in meiner Handtasche. Warum habe ich Batterien in meiner Handtasche? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Habe ich anscheinend mal irgendwann gekauft und habe sie noch nicht rausgeholt. Dann habe ich Überweisungsträger von meiner Sparkasse. Ein Täschchen, wo meine Binden drin sind und meine Pflaster. Ein Schlüssel mit meinem Namen dran. Der ist aber nur für mein Fahrrad. Da ist nur mein Fahrradschlüssel dran. Noch eine Mini-Haarbürste. Die ist aber meistens in der kleinen Tasche. Kopfhörer, ganz, ganz wichtig bei meiner Arbeit. Dann kann ich mich nämlich besser konzentrieren. Den Wohnungsschlüssel von zu Hause. Also von der Wohnung von meinem Freund. Dann noch ein Whiteboard-Marker. Müll. Ich sag doch, ich habe auch Müll in meiner Tasche. Geld und meine Kopflampe. Ja, die macht halt so Licht. Und auch rotes Licht. Ja. Wenn es dunkel ist und ich muss fahren und so, dann ist eine Kopflampe ganz cool. So, und meine Tasche ist eigentlich wieder leer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich räume sie jetzt so grob wieder ein. Den Müll natürlich nicht. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr alles in eurer Tasche habt. Und ob euch so ein spontanes Video, was ich in meiner Tasche habe, was wirklich spontan war, weil ich es ja, wie ihr gesehen habt, nicht großartig aufgeräumt habe, ob euch so spontane Videos gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und sonst würde ich sagen, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt. Abonnieren ist kostenlos, wisst ihr, glaube ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.